Fäustlinge sind fix genäht und gar nicht kompliziert. Wir haben hier ein Schnittmuster für Fäustlinge von 3Ms genutzt und Wintersweat für den äußeren Teil des Fäustlings sowie Wellness Fleece für das Futter ausgesucht und bereits zugeschnitten. Du beginnst damit, die äußere Lage rechts aufeinander zu stecken und ringsum festzusteppen. Nutze dafür einen Geradstich an deiner Nähmaschine. Mit dem Futter gehst du auf die gleiche Weise um. Unseres krümelte etwas unter der Nähmaschine, aber keine Sorge, diese Stellen liegen später geschützt im Inneren des Fäustlings. Nun wendest du das Futter. Die plüschigere Seite sollte nun außen an deiner Hand liegen. Stecke die äußere Schicht nun in den Fäustling hinein. Da das Futter etwas kleiner ausfällt als das äußere, wird das vermutlich etwas eng sein. Jetzt machen wir das Bündchen. Falte es auf die Hälfte, stecke es fest und vernähe es mit einem Geradstich. Schlage es noch einmal auf die Hälfte um und ziehe es mit den offenen Kanten nach unten auf deinen Fäustling. Richte alle offenen Kanten aufeinander aus und stecke sie fest. Im letzten Schritt vernähst du all die Schichten zusammen. Bündchen noch umklappen und fertig ist es. Wir hoffen, dass dir unser Video geholfen hat. Lass uns doch bitte einen Daumen hoch da und nimm dir ein Abo mit. Auch ein Klick auf die Glocke wäre super, so wirst du immer über neue Videos informiert.